Herzlich willkommen. Dass du wieder mit am Start bist für eine weitere Ausgabe von Die Rückkehr. Und in der letzten Folge haben wir diesen Viper dort mal wieder gefunden. Und das Game ist mal wieder heftig am Ruckeln. Das kotzt mich an. Echt belastend, muss ich sagen. Also das ist so momentan so eine Sache, die mich halt wirklich echt hart stört an der Mod. Dass sie immer wieder solche Ruckelanfälle hat und man das durch Neuladen erstmal wieder beheben muss. Das ist ein bisschen nervig, aber... Na ja, gut, ich hoffe, das kommt jetzt nicht allzu oft vor. Okay, und ich hatte noch einen Kommentar. Auf den gehe ich gleich ein. Hey, du. So, wir sollen Mo vertreiben für Cardiff. Er erzählt alles weiter. Cardiff hat sich über dich beschwert. Echt? Wirklich? Und was sagt er so? Er sagt, dass du ständig Leute erpresst, die in seine Taverne kommen. Und das wirkt sich natürlich sehr schlecht auf seinen Geldbeutel aus. Die Leute fürchten sich davor, hierher zu kommen. Na und? Was geht mich das an? Und überhaupt? Jeder verdient seine Brötchen so gut wie er kann. Und jetzt verpisst dich. Dann verdiene dir deine Brötchen woanders. Ansonsten muss ich dir mal gute Manieren beibringen. Oder hast du schon unser letztes gemeinsames Treffen vergessen? Ich kann dich ganz schnell daran erinnern, wie es für dich geendet hat. Schon gut, schon gut. Reg dich bloß nicht so auf, Kollege. Ich hab ja verstanden. Wenn dir das wirklich so wichtig ist, werde ich mir eben ein anderes Plätzchen suchen. Nur schlag mich bitte nicht. Sehr schön. Und jetzt verschwinde von hier und lass dich hier ja nie wieder erblicken. Hast du verstanden? Okay, okay. Ich gehe ja schon. Da hätte ich mir jetzt irgendwie mehr von erhofft. Also irgendwie noch einen Kampf oder so. Das ist jetzt tatsächlich so ohne einfache Gegenwehr sich da vertreiben lässt. Okay, na gut. Wegen diesem Typen. Müll. Ja. Was Neues. Also, ich habe mit ihm Klartext geredet und er hat mir versprochen, in Zukunft die Finger von deinen Kunden zu lassen. Na, das sind doch ausgezeichnete Neuigkeiten. Das weiß doch mein Freund. Somit habe ich also eine Sorge weniger. Um ehrlich zu sein, hätte ich dir das gar nicht zugetraut. Also, haben dich meine Fähigkeiten überzeugt? Mehr als das. Ich glaube, dass mir deine Dienste sehr nützlich sein werden. Heißt das also, dass du mich einstellst? Davon kannst du ausgehen. Lass uns für den Anfang die Bedingungen deiner Arbeit klarstellen. Wie viel möchtest du als Bezahlung bekommen? Keine Ahnung. Wie viel kannst du denn zahlen? Ich denke, dass 20 Goldmünzen pro Tag genügen sollten. Da steht auch nur 10. Kein schlechter Lohn. Das finde ich auch. Also, abgemacht. Gut, abgemacht. Wunderbar. Und jetzt zu den anderen Dingen. Ich verstehe natürlich, dass den ganzen Tag in der Taverne rumzuhocken nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Ja. Aber das fordere ich auch nicht. Lass dich nur von Zeit zu Zeit bei mir blicken. Vielleicht habe ich dann kleinere Aufgaben für dich. Das wäre im Grunde schon alles. Und noch etwas, nimm deinen Anteil für den heutigen Tag mit. Du hast es dir ehrlich verdient, als du die Sache mit Mö geklärt hast. Danke. Nichts zu danken, Kollege. Und jetzt entschuldige mich. Ich habe zu tun. Über alles weitere reden wir später. Aber sicher doch. Ja, coole Sache. Ein kleiner Nebenverdienst noch, ist in Ordnung. Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Jetzt gebe ich dir mein Gold wieder. Was weißt du über die vermissten Bürger? Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das eine oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Ach so. War das... Nee, aber das genügt mir noch nicht. Ich will noch was wissen. Ich will noch... Was ist das? Was ist die Sache mit... Was hat es mit diesem Nagur nochmal auf sich? Wo kann ich Arbeit finden? Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt. Nein, das passt jetzt natürlich nicht zum Dialog, den ich gerade mit ihm geführt habe. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst,
Dann kannst du ja Alrik rausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Das habe ich schon immer gesagt. Aha. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Wer muss die Arbeit hier machen? Er muss es ja besser wissen. Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Ich habe was anderes gehört. Hast du noch was Spezielles für mich? Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Das ist doch kein Geheimnis. Was hast du für mich? Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Das habe ich schon immer Und? Gesagt. Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Okay. Cool. Habe ich jetzt ein bisschen Geld hier liegen lassen. Reden wir mal mit Nagur. Hey, du. Oh, es ruckelt schon wieder. Es fuck, wirklich. Das ist zum Kotzen. Warum muss das denn diese Performance einfach so abschmieren hier in der Kneipe? Das ist echt nervig. Ach, jetzt muss ich natürlich nochmal neu laden. Es kommt mir so vor, als ob ich in eine Dia-Show mir gerade reinziehen würde. Ey, das ist... Alter. Was ist da los, Mann? Die Performance von dem Game hier im Hafen ist echt nicht gerade die beste, muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber das hatte ich noch nie bei irgendeiner Gothic-Mod. Alle anderen Mods liefen bis jetzt einwandfrei hier. Mir geht es besser. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Du musst die Arbeit hier machen. Du suchst also einen speziellen Job, okay. Ich wundere mich, dass gar nicht sehe. Verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage. Und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Na schön. Alles klar, du bist der Boss. Gut. Dann sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, einen Haufen Gold einzustreichen. Ist das wirklich? Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Arkils Hof versorgt. Wenn ich es mit eigenen Augen gesehen hätte. Das heißt... Er hatte einen Boden, vorher und sagen ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen. Und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Aki abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Süppchen dafür springen. Das ist eine schlimme Sache. Los, nicht den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Das ist eine schlimme Sache. Ja. Wie hoch wird der Gewinn sein? Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Das ist wirklich nicht meins. Ja. Wann soll ich mit Baltram reden? Du kannst sofort losgehen. Er sollte inzwischen wissen, dass sein Bote nicht mehr auftauchen wird. Das hätte ich dir vorher sagen können. Echt gute Leistung, auch hier wieder vom Synchronsprecher. Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Das aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Ja, ich glaube, Nagur gehört auch zur Diebesgilde. Deshalb bin ich gut beraten, wenn ich da die Sache für ihn mache. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Von selbst ist er nicht darauf. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Ich glaub, keiner, der Gothic mehrfach gespielt hat, wird jemals so eine Stadtkarte einfach kaufen. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Okay, aber der hat nichts anderes, alles klar. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ja. Jack! Hey! Bitte auf den Ahoi, du Landratte! Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jung. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren
und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Hm. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Meine Meinung ist... Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Aber was ist, wenn eine Stadt keinen Hafen hat, weil sie keinen Zugang zum Meer hat oder zu einem See oder zu einem Fluss oder sonst was? Ach, warte mal, hier, mit den Jungs wollte ich ja auch noch reden. Javel, was geht ab? Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aha. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Ja, das Problem. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben tausend Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Ja, warum sollten Orks Menschen kidnappen? Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Achso, das hatte ich schon. Ja, ist okay. Gut, habe ich den Dialog auch abgehakt. Speichern wir das Ganze hier ganz kurz ab. Und Paul Leis hatte noch kommentiert. Zweihand Stärke, Geschick und Diebestalente für den Weg, den du einschlagen willst, wäre sehr schlau. Zum Late Game hin wirst du eh nicht mehr wissen, wo du mit den Lernpunkten hin willst oder was du mit denen anfangen sollst. Da bin ich ja sehr gespannt. Denn ich weiß erfahrungsgemäß, wenn ich Gothic 2 nach dem Rahmen spiele, habe ich eigentlich immer bis zum Ende des fünften Kapitels immer zu tun, die Lernpunkte gut zu verteilen, sodass es sinnvoll ist. Und erst
ab dem Punkt, wenn man auf Irdorad ist, wird es dann halt so, dass man dann sagen kann, okay, jetzt kann ich mit den Lernpunkten mal ein bisschen was anderes noch investieren. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das hier sein wird. Also, schauen wir einfach mal. So, ach ja, genau. Ich wollte die Sache mit Baltram jetzt erstmal angehen. Und die zwingt uns ja quasi auch dazu, die Stadt zu verlassen Richtung Arkils Hof. Wir haben 10 Lernpunkte, die sollte ich aber vielleicht noch in irgendwas investieren. Wenn ich 2 angehe, hätte ich 34. Aber das würde reichen für die Kämpferanimation. Das können wir eigentlich mal machen. Gehen wir mal zu Wulfgar und trainieren mal ein bisschen auf 2 Hand. Wobei ich glaube, es wird nicht ganz für den Kämpfer reichen, weil die Lernpunkte, es sind ja jetzt schon 7 Lernpunkte, die glaube ich 5 kosten oder so. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, für Kämpfer reicht es noch nicht. Aber es wäre natürlich geil. Lass uns mit dem Training beginnen. Lass uns mit dem Training beginnen. So, 2 Hand. Ne, 5 Lernpunkte tatsächlich. Okay. Jetzt haben wir 29%. Aha. Jetzt haben wir 30. Jetzt haben wir 4 Lernpunkte über. Und komm, weißt du was, warum nicht? Investieren wir das doch mal in Lebensenergie und Ausdauer. Warum denn nicht? Das bietet sich doch an. Ballen wir mal 2 in Lebensenergie und Ausdauer. Komm. Plus 1 Ausdauer. Plus 1 Ausdauer. Super. Okay, jetzt dürfte man keine Lernpunkte mehr haben. Schön. Ausdauer haben wir jetzt 12. Das ist doch gut. Jetzt heißt es jetzt, wir haben jetzt 12 grüne Abschnitte da unten? Ich glaube ja. Ein Ausdauerpunkt ist ein Abschnitt. Wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Gut. Sind wir ganz gut gewappnet und bewaffnet und ja, jetzt auch mal mit ein bisschen Talent gesegnet. Sehr schön. Lebensenergie rund 200 ist auch solide, würde ich sagen. Also ich denke, wir sind jetzt einigermaßen gewappnet. Hast du Interesse an einem Job? Klar, worum geht's? Mein Boot ist nicht zurückgekehrt und ich warte auf eine Lieferung vom Bauer Akil. Und wie viel ist dir die Sache wert? Ich gebe dir 50 Goldstücke. Gut. Ich bin dabei. Ich glaube da nicht dran. Okay, sag Akil einfach, dass du von mir kommst. Er wird dir dann ein Paket geben. Das bringst du zu mir. Ich habe was anderes gehört. Jo, alles klar, machen wir so. Und dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt die Stadt Richtung Akils Hof. Es sind nur noch einige Wölfe offen, die wir umlegen müssen. Und da muss ich gewappnet sein. So, was willst du? Hey, hey, nicht so schnell. Hey. Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Ich habe einen Job, den ich erledigen muss. Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Okay. Schön für dich. Ja, wobei, wenn alle Wölfe da aufmerksam werden würden, dann wird es wahrscheinlich echt... wird es wahrscheinlich wirklich ein bisschen eng, aber... müssen wir mal gucken. Wie weit wir uns da jetzt vorwagen können. Einzeln sind ja kein Thema. Aber wenn die zu zweit kommen, wird's knifflig. Okay, 2 sind auch noch okay. Komm her! Nein! Das ist meiner! Wenn er mir den Kill jetzt stiehlt. Du Wichs! Du Schuft. Das kann ich nicht zulassen. Das sind meine Erfahrungspunkte. Nein. Nein, nein, nein. Ich brauche noch einige fürs nächste Level ab. Deshalb kann ich das nicht zulassen. So. Ja, wir können das auch mit Feuer regeln. Aber ehrlich gesagt... Nee. Ich will ja versuchen, so wenig Magie wie möglich... Okay, komm, versuche ich es halt mit 2. Ich denke, den soll ich jetzt schaffen. Ja, wenn ich keine Crits mache, ist es natürlich scheiße.
okay, ich sehe schon. Ich werde mit Feuer arbeiten müssen. Geht nicht anders. Es ist so belastend. Oder aber, doch, mir fällt noch eine andere Taktik ein. Pass auf. Wir gehen einfach in den Graben. Da fressen ihn die Raben. Sumpfkraut brauchen wir übrigens noch für die Krauttabakmischung. Und ich locke den. Ach, scheiße, wieder beide. Ja, das geht nicht. Ach, das funktioniert nicht. Zwei schaffe ich einfach nicht. Das ist doch... Wenn ich nicht mal mit zwei Wölfen aufnehmen kann, ey, wie will ich da in der Natur überleben, ey? Fuck. Das ist einfach übel. Das ist einfach übel. Ich muss was anderes einfallen lassen. Ich will ja keine Magie wasten. Wir machen das anders. Ich gehe erstmal an den Rumpf. Ich komme einfach von hinten. Da kann mir Mika nicht in den Rücken fallen. Da kann mir Mika nicht die XP klauen und ich kann mir die trotzdem einzeln pullen. Zumindest kann ich es versuchen. Was soll er? Okay. Ja, wo sind. Ach da. Ja, ja, komm her. Oh, Töle, du Räudiger. Ah, hängt fest, auch gut. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Und wir haben ja auch keinen Zeitdruck oder so. Wir können uns ja ganz entspannt hier die Wölfe einzeln vornehmen. Ich glaube, einer ist in den Graben gefallen. Auch gut. Sehr schön. Und der eine, der mich verfolgen wollte, den holen wir uns jetzt auch noch. Oh nein, da ist schon wieder dieses... Alter! Das Spiel stirbt hier einen halben Frame tot, ey. Geht ja gar nicht. Speichern, neu laden. Das ist wirklich ein Problem. Also, falls jemand von euch da technisch versiert ist und weiß, wie ich das beheben kann, bitte ballert's in die Kommentare. Das ist ja furchtbar. Diese Frame Drops. Sehr schön. So, maximale XP-Ausbeute hier bei den Wölfen. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Ja, das mit der Ausdauer. Wie kann ich die noch wieder herstellen? Ich meine, ja, okay, Blauflieder ist schön und gut, aber... Getränke trinken. Für einen so einen Balken. Boah, das ist schon anstrengend. Tja, ich brauche mehr Blauflieder, aber man findet ja jetzt nicht die ganze Zeit Blauflieder. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt mit die ganze Zeit überschüttet wird. Dementsprechend. So. Den snacken wir uns auch. Hallo. Ich habe so einen Verdacht. Ist es so, dass wenn man Gegner von hinten trifft, dass die mehr Schaden nehmen? Ist das so zufällig implementiert worden? Also es fühlt sich zumindest so an. Aber das heißt natürlich nicht, dass es bestätigt ist. Aber es ist so eine Beobachtung. So, ich frage mich ja, ob ich bei den Bauern auf dem Hof schlafen kann in ihren Betten oder ob die das aufregt. Weiß ich gerade gar nicht. Werde ich gleich rausfinden. Sehr schön. Nimm das, du räudiges Mistvieh. Guck mal, da war ein Blauflieder. Noch ein. Okay. Kann sein, dass ich mich doch getäuscht habe mit der Blauflieder-Theorie. Wobei, ich habe nur einen gefunden. Das war irgendwas anderes. Das andere. Witzig. So, Ausdauer 1%. Milch bringt 10%. Also zwei Balken. Oh, ist gut.
Ist gut zu wissen, ich. So. Okay. Ja, Ziel ist jetzt natürlich bei Arkis Hof, ja, die Quests machen mit Enin und Evigil. Vielleicht gibt es natürlich auch neue Quests mit neuen Charakteren, man weiß ja nicht. Muss auch nochmal zu Lovats Hof, da könnte ja potenziell dieser Snipe sein. Man kennt ihn. Aus Gothic 1, aus der alten Mine. Aber das werden wir natürlich nicht mehr in dieser Folge schaffen, das mache ich dann innerhalb der nächsten Episoden. Ich nehme heute noch so 2-3 Folgen auf, mal gucken, ob ich das dann nochmal angehen werde. Schauen wir einfach mal. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal hier auf den Hof gekommen bin und das erste Mal auch mit Egil gesprochen habe, ey. Eine super Quest. Hey, du! Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Okay, dann gehe ich mal zu diesem komischen Vogel. Ich könnte die Schafe vielleicht auch umbringen, wenn Enim gerade nicht aufpasst. Hey, du! Kann ich mir die Felle Wer bringen? Bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Arkil hier auf dem Hof. Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Dein Bruder hat das Gleiche erzählt. Was denn? Der Drückeberger? Der ist doch immer gleich verschwunden, wenn die Biester auf unser Land kommen. Er sollte besser nicht so einen Unsinn erzählen. Tja, wie komme ich an die Schafe ran? Ich speichere nochmal kurz. Ich habe einen Plan, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Sag ihm, er soll man nicht so aufschneiden. Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Hey, du! Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Was? Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. Oh Mann. Ich bin ein Opfer der Umstände. Hey. Enim ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Geh hin und sag's ihm doch selbst. Ich werde ihm die Arme rausreißen. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Drecksker gibt nicht nach. Hab ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Ja, komm. Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. So, und jetzt, während der eigentlich weg ist, könnte ich mich eigentlich um die Schafe kümmern. Aber ich will auch den Loot von NPCs einsetzen. Mach ihn fertig. Wobei andererseits, ich glaube, die werden eine Weile kämpfen. Dann gehe ich jetzt mal schnell die Schafe umbringen. Und mir die Felle snacken. Ich bin so böse. Alter, fuck. Wie jetzt? Alter! Was haben die denn für eine Verteidigung, Junge? Ach, das hat nicht funktioniert. Ah, shit. Ah, scheiß auf die Schafe, ey, Mann. Wie kann das sein, dass sie nicht nach 2-3 Schlägen tot sind? Mann, hat man extra solche schlauen Leute wie mich dafür? Muss man jetzt nicht wirklich dafür bestrafen, finde ich. Okay. Ich habe gerade 50 Erfahrungspunkte dafür bekommen, zu sagen, sag's ihm doch selbst. Was bekomme ich, wenn ich das sage? Macht doch, was ihr wollt, ich gehe.
Ja, verdrück dich ruhig. Gar keine Erfahrungspunkte, wow. Da will ich schon mal Frieden stiften, denn das Spiel belohnt mich nicht dafür. Interessant. Das Spiel ist also auf Gewalt ausgelegt. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Hey. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Dreckskerl gibt nicht nach. Habe ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag es ihm doch. Das wird das. So, reißt euch mal gegenseitig die Gedärme raus. Ich werde mir dann auf jeden Fall das Geld einsacken. Des Verlierers. Oh, Enim kassiert ganz schön. Guckt euch mal diese dumme KI an, oder? Egil hat gute Chancen. Enim kassiert ordentlich. Oh, jetzt steht hinten drin. Oh ja, Egil. Egil, der teilt aus. Enim mit dem Ausweichmanöver. Oh, Enim ist fast down. Ja. Der hat einen Heiltrank dabei. Danke für das Gold, du Held. Welches Gold? Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Hey. Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Ich bin nur ein Opfer der Umstände, Mann. Mal gucken, was Enim zu der Sache sagt. Ich meine, er hat ihn ja angegriffen und hat dann kassiert. Das ist ganz schön peinlich an seiner Stelle. Oh, mein Schädel. Hey, du. Willst du noch mehr Ärger anzetteln? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt mal. Ich gehe in die Aufnahmepause. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Die Rückkehr. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Schaut gerne auch bei meinem Enderal Let's Play vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch ein Feedback da lassen würdet. Folgt mir auch gerne auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Haut rein, macht's gut. Ciao.